Ich bin zwar nicht so jung, cool und lässig wie die meisten Kollegen hier am Tisch und ich habe auch nicht so lustige Bändchen auf dem Körper, aber ich denke, wir sind professionell genug, dass wir in Zukunft gut miteinander arbeiten werden. Verweis für jeden hier, wenn ihr keine Ruhe herrscht. Wer ist hier der Lehrer? Wo ist der Lehrer überhaupt? Wer ist hier der Lehrer? Ich, Frau von. Ach, Frau Kollegin, kommen Sie mal bitte mit. Dann nimm mir den Hammer weg. Sagen Sie mal, Sie können doch Ihre Klassen nicht alleine lassen. Scheinbar sind Sie mit Ihren Schülern überfordert. Sie wissen schon, dass ich das der Direktion melden muss. Bitte? Ich war 2 Minuten weg. Außerdem passiert mir sowas ja sonst nicht. Ich würde ungern eine gute Schülerin verlieren, denn gesegnet ist dieses Schulgelände, weiß Gott nicht, mit guten Schülern. Vielleicht finden wir eine Lösung. Ja, das sind ja ganz neue Töne hier auf der Schule. Kommen Sie mit, wir gehen ins Lehrerzimmer. Kamel! Lukas, Kam, sofort aufhören damit. Kam, geh bitte sofort zu deinem Vater. Sofort zu deinem Vater. Aber wir wollten nur ganz kurz ein bisschen rummachen, ja? Aber nicht an dieser Schule hier. Also, Kam. Solltest du dich für die Schule entscheiden, so werde ich persönlich dafür sorgen, dass ihr beide hier nie wieder rumknutschen werdet. Wie bitte? Das können Sie doch nicht machen. Schluss mit dem wilden Treiben hier. Lukas, ich hab dir gesagt, du sollst dich von Carmen fernhalten. Carmen, du weißt ganz genau, was ich mit deinem Vater besprochen habe. Soll ich euch noch einmal hier erwischen, dann muss ich deinem Vater das sagen. Das bedeutet Portugal. Und auf dich habe ich jetzt speziell ein Auge. Ist das klar? Diese Schülerin, Mia Stern, stand auf einmal bei mir in der Klasse, steht auch nicht auf der Schülerliste und hat auch keine schriftliche Entschuldigung vom Vortag, sondern sie drückte mir lediglich den Anmeldeantrag in der Hand. Aber das ist ja ihre Zuständigkeit eh. Und da dachte ich mir, okay, ich komme jetzt mit ihr zu Ihnen, um das zu klären. Ich denke, da gibt es mit Sicherheit eine logische Erklärung, warum sie heute erst auftaucht, oder? Ja, sie macht aber die Zähne nicht auf, sie sagt ja nichts. Ja, aber vielleicht sollten Sie mal ein bisschen mitfühlen, dann würden die Schüler sich Ihnen auch anvertrauen. Ja, bla bla bla, aber was soll das bringen? Also, stopp. Ist gut jetzt. Wir beginnen jetzt mit der Zimmerverteilung. Ich schaue mir den Mädels an. Das erste Dreierzimmer belegen. Charlotte, Alexa und Cheyenne. Herr Ferber. Ja. Ich brauche ein Einzelzimmer, das geht nicht. Rosa, hier gibt es definitiv keine Extrawürste, ist das klar? Wusstet ihr eigentlich, dass diese Waldkräuter wie Pilze und Brennnessel, die haben 3 bis 5 Mal so viel Spurenelemente, Mineralstoffe und auch Vitamine als das herkömmliche Kulturgemüse, wie wir es so aus dem normalen Handel kennen. Die Bitterstoffe, die daran enthalten sind zum Beispiel, die regen die Produktion des Gallensaftsekrets an, was natürlich gut für die Verdauung ist. Und vor allen Dingen die Farbe. Die Materialien zum Beispiel sind aus der Römerzeit. Das sind Abbruchsteine, die noch entstanden, also die noch übrig geblieben sind von Kanalisationen, die Römer gebaut haben. Da könnte man denken, kommt es aus der Zeit? Nein. Man hat hier einen Abortsitz gefunden aus Eichenholz und das ist im Prinzip eine Toilette. Und die gab es bei den Römern dieser Art nicht. Und deswegen konnte man feststellen, dass im 12. Jahrhundert dieser Turm erbaut wurde. Das ist echt gemütlich. Ja, vor allem Natur. Ich bin ja Naturkundler. Das ist ja auch mein Fach irgendwo. Als Lehrer muss man Vorbild sein und da darf sowas nicht passieren. Ach, Schüler finden einen sowieso viel menschlicher und sympathischer, wenn man auch mal einen Fehler macht. Von daher ist es gar nicht so wild. Was wissen Sie denn schon davon? Ich meine, nicht böse sein jetzt, aber Sie wechseln Bettwäsche und räumen Spülmaschinen ein. Das hat ja mit Pädagogik nichts zu tun. Prost! Ja, zum Wohl. Dann Prost. Wussten Sie eigentlich, dass die Waldkräuter 3 bis mehrfach irgendwas Spurenelemente, Mineralstoffe und Vitamine und auch Eiweiße haben als diese herkömmlichen Kohlen? Das ist ja irgendwo dann schon auch gesund. Verstehen Sie? Aber Sie haben ja keine Ahnung. Ich glaube, ich gehe jetzt ins Ding, Bett. Mhm. Frau. Hoppala. Herr Ferber, ist alles. Ich bin jetzt weg. Geht das? Ja, das geht schon. Ja. Da ist ein Feuer. Oh. Aber passen Sie gut auf, ja? Du wirkst so blöd. Ich bin Klaus. Und bin schlecht. Ja, guck mal her, David. Ich kenne dein Pferd am Flur. Hey, hallo? Ich rede mit dir. Ruhe, wir sind hier nicht auf Love Island oder wie das heißt. Also ehrlich gesagt ist mir das relativ egal, ob die Schüler mich mögen oder nicht mögen. Es geht darum, dass ich den Unterrichtsstoff vermittle. Und das geht nur mit Disziplin und irgendwo muss ja der Unterricht funktionieren. Herr Ferber, alles okay? Es ist die Hitze. Gott sei Dank die Hitze. Ich muss mehr trinken. Apropos trinken, ich gebe für jeden von euch natürlich ein Getränk aus. Na, und dann würde ich sagen, hier. Herr Ferber, ist alles okay? Ja, es ist alles okay, Kam. Ja, heute war ich Klo. Was ist so ein guter? Einer vom Profi lernen. Was ist die Hitze? Ja.
Gerade so mein Freund. Ich war früher Kegelbezirks. Kegel Diplommeister. Diplommeister. Am Bande. Ja, mein Schwieger war als ihr, du. Aber eins kann ich Ihnen sagen, die werden den Herrn Färber richtig kennenlernen, so richtig kennenlernen. Ach, Herr Kautz. Ja, Herr Färber. Sie wissen ja, dass die Frau Steinmeier nicht da ist und ich ihr Stellvertreter bin. Und Frau Steinmeier erzählt viel und macht nichts. Ich bin jetzt für die Taten zuständig. Und zwar habe ich vor, diese Videokameras hier zu installieren an den sicherheitsrelevanten Stellen. Wow. Ab morgen gibt's, ja, nennen wir es mal so eine Art Schuluniform. Und zwar möchte ich, dass die männlichen Schüler, also die Jungs, eine dunkle, möglichst schwarze Stoffhose tragen und ein grünes Shirt. Und die Mädels, die weiblichen Schülerinnen, tragen einen knielangen Rock, möglichst auch in schwarz, und ein Oberteil geschlossen. Kommen wir zum nächsten Punkt. Handyverbot. Ich werde unangemeldet im Unterricht erscheinen und mal schauen, was Sie denn so leisten. Also pass mal gut auf, wenn ich das noch einmal sehe, ja, dann bekommst du richtig Ärger. Das hat ernste Konsequenzen, ist das klar? Jetzt ab in den Unterricht. Und du, sei mir nicht böse, so wie du rumläufst. Ich meine, du verdrehst ja auch den Jungs irgendwo den Kopf so. Zieh dich bitte das nächste Mal ordentlich an. Ja, ich habe es bestimmt nicht mit Absicht gemacht. Aha. Hier, ich glaub's da nicht. Geil. Hier, oh, Lina! Lina, willst du mich eigentlich verarschen? Bei mir mit Bauchschmerzen den Unterricht verlassen und dann hier quietschfidel Basketball spielen? Das ist Leistungsverweigerung. Das gibt eine 6, ist dir das eigentlich klar? Benenn mir bitte die Form der chemischen Reaktion von Wasserstoff und Sauerstoff und komm bitte vor an die Tafel und schreib's dran. Hier. Aber Herr Färber, die Unterrichtsstunde ist doch gleich vorbei. Ja, aber noch haben wir Unterricht. Also, es ist wirklich besser, du verlässt die Schule freiwillig. Entschuldigen Sie bitte, Herr Färber, aber da bin ich anderer Meinung. Also, liebe Frau Kollegin, erst, dass Sie hier meinen Unterricht stören, okay. Aber auf der anderen Seite, Lennox hat wirklich nicht das Zeug dazu, hier einen ordentlichen Abschluss zu machen. Und seine kriminelle Vergangenheit, ich meine, das sagt ja einiges aus. Und außerdem, wie ich meine Arbeit zu machen habe, das geht Sie gar nichts an. Sie hatten doch letzten Ehering. Verlobungsring, ja? Ja, Verlobungsring, ja. Ehering, Freundschaft, das ist völlig egal. Haben Sie den Ring noch? Ja, natürlich. Ja, könnte ich den bitte mal haben, das ist dringend. Ja, den habe ich doch jetzt nicht dabei, der liegt irgendwo zu Hause. Ja, dann vielen Dank für nichts. Warten Sie, please. Darf ich Sie noch einmal stören? Ich habe da noch ein paar Fragen an Sie. Ja. Maybe wir könnten in den Chemistry Room gehen. Da haben wir etwas mehr Ruhe. Ich muss aber jetzt erst, ich muss auf Toilette. Okay, dann ich warte hier auf Sie oder auf dich. Oh, ich habe ganz mit Magen-Darm, ganz schön Durchfall. Oh, oh, Magen-Darm. Oh my God, what is that? Was ist denn das? Das ist wohl Herpes. Ich meine, das hat schon den ganzen Tag gekribbelt und jetzt habe ich am Spiegel da rumgemacht und hat es wohl entzündet und das ist jetzt, ja, das ist verdammt ansteckend. Wo ist der Färber? Oh, ich bin Ihnen so thankful. Sie haben mich gerettet. Sie haben so starke Arme. You are like a hero. Tja, jetzt ist es soweit. Jetzt haben wir gemeinsam den Unterricht. Ja, schön. Ja, wo bleiben eigentlich die Schüler? Naja. Sehen Sie, mir ist gar nicht traurig, dass die Schüler noch nicht da sind. Wir noch etwas alleine sein können. Wir sind ja auch Lehrerin, nicht wahr? Ich habe auch zwei sehr schöne Elemente. Sie wissen schon, das hier ist hochexplosiv. Ja, aber dann sollten Sie nicht damit so rumrütteln, Mr. Färbe. Ja. Ah. Telefon. Hallo Mutzi Putzi. Schön, dass du anrufst. Hier ist nicht Mutzi Putzi, hier ist Frau Holmes. Komm, erzähl mir nix. Immer wenn es brennt, tauchst du auf. Du hängst doch damit drin. Das ist doch Quatsch, Herr Färber. Wieso sollte ich hier in der Schule irgendwelche Brände legen? Naja. Weil ich dir ständig schlechte Note geben muss und du dich an mir rächen willst. Ganz einfach. Bullshit, Herr Färber. Ich habe doch nichts gegen Sie geplant. Wer ist klaut? So, wir gehen jetzt zur Direktorin. Mach die Hose zu und auf geht's. Hey, Oliver. Sofort aufhören. Hier geblieben. Gibt's doch nicht. Nee, komm. Bist du verrückt geworden? Herr Färber, lass mich. Hey, ganz ruhig. Herr Färber, das ist ein klasse Teil. Wollen Sie das auch mal? Ich leih Ihnen das kurz aus. Gut, oh, gut, damit hilfst du mir erstmal. Ich weiß auch nicht, was heute los ist. Hier, das ist Gesichtswasser. Das ist der Hammer, wirklich. Das müssen wir ausprobieren. Benutze ich immer. Scheiße, das ist doch Jacquelines Haarspray. Wahnsinnig geworden. Das ist eine Konsequenz. Das brennt ja mit Feuer. Sorry. Also ich hab
mal davon gehört, dass Puder gegen Nässe helfen soll. Geil! Aber das wollte ich nicht. Das war nicht mit Absicht. Ich wollte Ihnen nur helfen. Okay, was mache ich hier eigentlich? Ich meine, verarschen kann ich mich selbst. Jetzt reicht's mir, ja? Seid ihr wirklich Konsequenzen? Es tut mir voll leid und es war schade um das Hemd. Ja, das ist auch neu. Ausziehen. Zieh mich doch nicht aus. Los. Was ist denn das? Das klebt fest oder was? Was soll denn das? Oh, da war noch unter der Lichter. So, ja, mit Chemie. Herr Perber, sag mal, ist der Teppich irgendwie ein bisschen da verrutscht? Kann das sein? Oder hat sich Lana aufgeguckt versteckt? Herr Perber, ich habe richtig gute Haarprodukte. Ich kann nicht mehr ausleihen. Okay, es reicht jetzt, ja? Die Ruhe hier. Also, wir nehmen heute die Photosynthese durch. Dazu gibt es eine Formel und die Formel schreibt doch Lukas mal an die Tafel. Sorry, ich bin selber zu bescheuert aus. Okay, wo jetzt reicht. So, reicht, reicht, reicht. Ach Gott, Entschuldigung, Herr Perber, ich habe Haare. Ja. Der Perber, schön Feierabend. Halt, hier geblieben. So einfach kommt ihr nicht davon. Und zwar eine Strafarbeit bis morgen. 5 Seiten jeder zum Thema Haarteile, Pro und Contra. Mein Gott, das ist das Basiswissen des letzten Schuljahres, ja? Wer war das? Wer war das? Scheiße. Ach, wieder niemand, ja? Aber wie ihr wisst, bin ich auch Chemiker. Ja, ich kann über diesen Kaugummi, über den Speichel natürlich die DNA feststellen. Also, und da weiß ich ganz genau, wem der Kaugummi hier gehört. Also, wie wär's mit dem Geständnis? Ansonsten gibt's eine 10-fache Strafe. Sofort aufhören damit! Sofort aufhören! Klappt's ja nicht. Und ihr da hinten, raus aus der Küche! Ihr seid verrückt geworden oder was? Totale Chaos hier, vor allen Dingen wird nicht mit Essen geschmissen. Solange andere Menschen auf der Welt hungern müssen, ist das klar. Das hat Konsequenzen, raus mit euch! Norman, Mirko, ich krieg euch. Oh, der Färber. Geh runter, Mann. Nein, keine Angst, das Auto ist voll dunkel, der sieht uns nicht. Himmel versaut. Das ist kein gutes Zeichen. Mirko,